danach, wie das Neue in die Welt kommt, sondern die Frage, wie das Neue sozusagen in die Branche kommt. Das ist natürlich eine sehr spezielle Frage. Und auch hier habe ich mich gefragt, wo kommt das denn her, das Neue in der Branche? Und ich kann Ihnen heute schon eine erste Antwort geben, bevor es überhaupt erst loskommt. Eine sehr klare, sehr deutliche Antwort. In der Branche kommt das Neue aus zwei Punkten. Der eine Punkt ist die Ausschüsse im Börsenverein. Die Ausschüsse im Börsenverein sind für uns gut für das Neue. Dort wird das Neue gedacht, dort wird kreatives Potenzial entwickelt und dass unsere drei Vorsitzenden dieser Ausschüsse, Herr Dr. Winters, Herr Riedmüller, Herr Heinrich, hingegangen sind und haben vor einigen Monaten 55 Thesen angeschlagen an unsere Türen. Das war eine Tat, die gibt es auch nicht jedes Jahr. Seitdem sprechen wir darüber und überlegen, ist denn das der Weg, auf dem wir das Neue finden können? Also ich möchte mich, bevor es überhaupt losgeht, nochmal bei den Ausschüssen und natürlich in Person der drei Vorsitzenden dieser Ausschüsse, die hier vorne sitzen und die Sie nachher alle in Aktion noch erleben werden, möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie das auf den Weg gebracht haben. Dann kommt das Neue im Börsenverein aber noch aus einer anderen Ecke, die wir auch nicht vergessen wollen. Diese Ecke, die will ich mal mit den Namen von zwei Damen benennen. Das eine ist die Frau Werner, die hier sitzt. Wo ist denn die Frau Lier, Frau Werner? Frau Lier, machen Sie mal, da oben, da hinten ist sie, ganz in der Ecke mit den kurzen Haaren. Also, Frau Werner und Frau Lier haben dieses Forum Zukunft so belebt, dass sich das auch mit dem Neuen verbunden hat. Und durch dieses Zusammen, dass die Ausschüsse die Zukunft bedenken und dass dem Hauptamt die Möglichkeiten gegeben wurden, darüber zu besprechen, auf diese Weise kommt das Neue in den Börsenverein. So, damit bin ich aber jetzt schon fertig. Ich begrüße Sie nochmals alle sehr herzlich. Ich hoffe, dass wir in den beiden Tagen heute und morgen das eine oder andere erarbeiten, was uns nach vorne bringt. Denn es bleibt halt so, man weiß nie genau, was die Zukunft bringt, aber darüber nachdenken, das tut immer gut. Und lieber Heinrich, jetzt gebe ich Ihnen das Telefon, sage ich gerade, das Mikrofon. Herzlichen Dank und viel Vergnügen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Bonnefelder, für diese in den Start geworfenen Worte. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer der Zukunftskonferenz, nur wenig wurde in den vergangenen Jahren so stark diskutiert wie die 55 Thesen, die der Herr Ulmer in Vertretung von Herrn Winters, Herr Riedmüller und ich im Frühjahr dieses Jahres unter einem ausgefeilten methodischen Ansatz entworfen haben und auf dem Buchhändlertag vorgestellt haben. Nicht wenige fanden die Thesen deprimierend, viele fanden sie destruktiv. Das war aber aus unserer Sicht eigentlich eine völlig falsche Interpretation. Die Thesen gaben und geben einen Korridor vor, wohin sich unsere Branche bewegen kann und wird. Innerhalb dieses Korridors soll jedes Unternehmen auf Basis seiner heutigen Startvoraussetzungen einen Weg suchen und sich einordnen, um auf dem Markt im Jahr 2025 unter veränderten Umwelt-, Lebens- und Medienverhältnissen sowie einer sich verändernden demografischen Struktur erfolgreich positioniert zu sein. Die Branchenteilnehmer und Unternehmensformen in unserer Branche sind zu heterogen, als dass man pauschal einzelnen Empfehlungen abgeben könnte. Aus diesem Grund ging es auch nicht um konstruktiv oder destruktiv, sondern es ging immer um Denkanstöße. Wenn diese zum Teil provokativ waren und auf Antipathie stoßen oder stießen, dann ist es eigentlich nur gut so. Denn eine Branche, die versucht, ihre Probleme auszusitzen, wird zukünftig ihre Probleme haben. An dieser Stelle darf ich Erich Kästner zitieren.
Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Dann bleibt man schnell und beweglich genug, Wege zu neuen und womöglich besseren Standpunkten zu finden. Wir drei haben im Frühjahr 2011 in einem Erkenntnisprozess die verschiedenen Matrizen nach unseren Meinungen mit Leben erfüllt, sodass sich ein Zahlenwert ergeben hat, aus dem wir unsere Thesen ableiteten. Ganz falsch, glauben wir, sind wir nicht gelegen, sonst hätten die Thesen nicht dieses Echo ausgelöst. Die jetzt mit Ihnen stattfindende Zukunftskonferenz ist eine Chance, durch die Erweiterung der Methodik und der Analyse auf viele Teilnehmer die Relevanz der 55 Thesen zu unterfüttern oder ihnen ein neues Gesicht zu geben. Die Diskussion während und nach der Konferenz wird befruchtend wirken und allen Branchenteilnehmern hoffentlich Orientierung geben. Das heißt auch, heute Morgen soll es nicht darum gehen, die Sinnhaftigkeit oder die Validität unserer 55 Thesen aus dem Frühjahr zu diskutieren, sondern auf Basis unserer Überlegungen und der zugrunde liegenden Methodik neue Erkenntnisse zu gewinnen. Oder mit den Erfahrungen und vor allem Ihrer Kompetenz und dem Wissen von Ihnen, allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die Überlegungen und einen Ausblick zu erweitern oder gar komplett neu aufzusetzen. Man darf hier nochmal einen Autoren zitieren, der französische Schriftsteller und Maler Picabia hat einmal sinngemäß gesagt, dass der Kopf rund ist, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Dies sollten wir beherzigen und vorurteilsfrei und ohne Denkverbote ans Werk gehen. In diesem Sinne wünschen wir uns allen eine gelungene Veranstaltung und neue Erkenntnisse. Vielen Dank. Als Moderator für die Veranstaltung, die so eine überwältigende Teilnahme gefunden hat, die uns sehr freut, konnte Erhard Heinold gewonnen werden, Unternehmensberater und in der Branche optimal vernetzt und ansässig. Und ich freue mich, dass ich jetzt ihm das Mikrofon übergeben kann, A, weil er das sicher sehr gut machen wird und B, weil ich es dann los bin. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich ganz gut hören mit diesem wunderbaren Handmikrofon. Wir haben eine kleine Umbaupause. Die Stühle müssten nämlich von der Bühne und die Präsentation, kommen schon die Herren, das ist ja wunderbar, und die Präsentation müsste gestartet werden. Ich gehe schon mal langsam nach oben, während das passiert. Vielleicht behalte ich es doch in der Hand. Ja, also mein Name ist Erhard Heinold und ich habe die Ehre, diese Konferenz zu moderieren. Insgesamt, ich werde auch zwei Teilgruppen moderieren. Geht gleich los. Ich fühle die Pause noch intelligent. Ich freue mich wirklich, dass Sie alle da sind und dass wir die Chance haben, hier über dieses komplexe Thema, nämlich die Entwicklung einer gesamten Branche und die Zukunftsprojektion einer gesamten Branche zu diskutieren. Das, was der Herr Heinrich gesagt hat, das werde ich auch gleich nochmal erläutern. Wir bewegen uns hier wirklich auf ein Experiment zu. Wir machen im Unterschied zu einem Bootcamp, das hier ja auch schon stattgefunden hat, hier ein Format, das Zukunftskonferenz heißt. Eine Zukunftskonferenz ist methodisch enger, viel enger geführt als ein Barcamp. Und wir laden Sie ein, diese Methodik kennenzulernen. Wir reden eigentlich jetzt zwei Tage lang über das Prinzip Matrix. Das heißt, über eine Möglichkeit, mit Hilfe von Korrelationen eine Entwicklung einer ganz gesamten Branche in die Zukunft zu projizieren. Das war auch das, was Sie getan haben, und deswegen reden wir indirekt über die 55 Thesen. Wir wollen nicht gleich über die 55 Thesen reden, sondern zunächst mal nachvollziehen, wie sind diese Thesen überhaupt zustande gekommen. Das wird der erste Teil des Tages sein. Ich glaube, jetzt kommt auch schon gleich meine Präsentation. Diese Zukunftskonferenz verfolgt drei Ziele. Wir wollen tatsächlich Zukunftsszenarien erarbeiten. Das ist natürlich sehr sportlich, ist auch ein großes Wort, aber das ist das, was wir uns hier vorgenommen haben. Und aus diesen Szenarien, also aus der Idee, wohin wir uns entwickeln, können wir letztendlich Handlungsoptionen ableiten.
Handlungsoptionen sind keine Empfehlungen, sondern es sind einfach Möglichkeiten zu handeln. Denn Herr Heinrich und Herr Riedmüller, Sie haben es gesagt, jeder muss eigentlich aus diesen Thesen seine eigenen und aus diesen Entwicklungen seine eigenen Schlüsse ziehen, beziehungsweise kann auch diese Matrixen für sich selber ganz neu füllen. Im Grunde genommen ist es tatsächlich auch eine Einladung, hier eine Methode kennenzulernen, die jeder von Ihnen in seinem Unternehmen machen kann. Der Ulmer, einer der Urheber der Thesen, hat mir erzählt, er hat diese Methode für sich in seinem eigenen Verlag angewendet. Allerdings hat er die Achsen zum Teil anders benannt, er hat das eben auf sich selbst adaptiert. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten, glaube ich, Effekte dieser Konferenz und Ziele, dass wir vielleicht eine Methodik an die Hand bekommen, die jeder von Ihnen mitnehmen kann und sagen, fein, das kann ich zu Hause bei mir auch machen. Der dritte Punkt ist, glaube ich, tatsächlich der Anlass gewesen, unter anderem, warum Sie sich im Verband damit beschäftigt haben. Sie wollen, glaube ich, wissen, wohin müsste sich der Verband entwickeln. Und damit der Verband weiß, wohin er sich entwickeln muss, muss er wissen, wohin entwickeln sich die Mitglieder. Und deswegen wurde diese Methode entwickelt. Wie haben wir das nun vor? Wir werden heute Nachmittag eine Arbeitsgruppe installieren, zu der Sie sich ja schon alle eingetragen haben. Und der erste Teil dieser Arbeitsgruppe ist vielleicht der anspruchsvollste Teil. Das ist nämlich die Frage, wie werden sich Medienbedürfnisse entwickeln und wie werden sich entsprechend Medien entwickeln. Wir korrelieren also die Entwicklung von Medienbedürfnissen, zum Beispiel Unterhaltungsbedürfnisse oder Informationsbedürfnisse, mit der Entwicklung von verschiedenen Medien. Das ist die erste Matrix gewesen, die das Dreigestirn erarbeitet hat. Und diese Matrix wollen wir komplett neu eigentlich diskutieren und neu mit Zahlen füllen. Jeweils pro Gruppe für ein Bedürfnis, Sie alle haben sich ja schon eingetragen. Und ich glaube, nur ein Bedürfnis ist nicht, hat nicht stattgefunden, aber sonst haben wir das hier wirklich sehr gut hinbekommen. Eine Gruppe. Der zweite Teil der Gruppe wird dann sein, zu überlegen, wie sich die Vertriebswege zukünftig verändern. Also, und zwar in ihrem jeweiligen Bedürfnis. Also wie werden zum Beispiel Bücher, die Unterhaltungsbedürfnisse befriedigen, zukünftig vertrieben werden? Über welche Vertriebswege? Das ist die Gruppe 2 und das ist auch die zweite Matrix, die in den 55 Thesen entworfen wurde. Auch da geht es darum, das, was heute ist, auf die Zukunft zu projizieren. Wir wollen dann heute Abend diese gesamten Ergebnisse konsolidieren und zusammentragen, sodass wir neue Matrixen bekommen, und zwar aus den Köpfen von 120 Teilnehmern. Das ist natürlich super spannend. Und können dann abgleichen, wie sich das verhält mit der Projektion, die die drei gemacht haben. Nach diesem intensiven Arbeitsschritt geht es dann heute Abend in ein wunderbares Abendevent, wo wir, glaube ich, fantastische Gastgeber haben, die für uns grillen und backen. Lassen Sie sich überraschen. Das ist der Teil heute. Morgen nähern wir uns den Thesen. Jetzt haben wir nämlich mit allen Anwesenden eine Projektion der Entwicklung und daraus können wir jetzt ableiten, was für Thesen ergeben sich daraus. Und wie Herr Ulmer so schön sagte im Vorgespräch, ob es 55 oder 95 Thesen werden, liegt wirklich komplett in der Gruppe. Das heißt, Sie sind eingeladen, neue Thesen zu entwickeln, die sich aus den Annahmen, die wir heute entwickeln, ergeben. Und das ist dann der erste Teil morgen. Und aus diesen Thesen lassen sich vielleicht auch Handlungsoptionen ableiten. Also, was heißt das zum Beispiel für Vollsortimenter, wenn sich das so entwickelt, wenn sich diese Thesen daraus ergeben, welche Handlungsoptionen lassen sich ableiten? Und wenn wir das alles wissen, dann können wir sagen, okay, was heißt das eigentlich für den Verband? Wenn sich die Branche so entwickelt, wenn sich die Akteure im Markt so entwickeln, wie müsste sich dann eigentlich der Verband entwickeln? Das ist dann der letzte Schritt. Diese Ergebnisse tragen wir auch zusammen und laufen dann zielstrebig auf ein Abschiedsmittagessen um 13.30 Uhr zu. Soweit zum Ablauf. Ich möchte noch ein paar methodische Anmerkungen machen. Zum einen zu den 55 Thesen. Wir haben uns auch im Vorwege der Vorbereitung dieser Konferenz damit nochmal beschäftigt und ich glaube, wir alle haben etwas gebraucht zu verstehen, worum es geht. Deswegen sage ich, es geht wirklich um das Prinzip Matrix. Das Prinzip Matrix ist relativ einfach. Sie formulieren Annahmen über die zukünftige Entwicklung. Genau das wollen wir nachher auch in den Arbeitsgruppen machen. Und diese Annahmen fließen dann ein in diese Matrix, in der Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse mit Medien korreliert werden. Das haben Sie sicherlich alle gesehen, diese Matrix, die ist auch in Ihren Unterlagen gewesen. Und aus dieser Matrix letztlich lassen sich dann Szenarien ableiten,
Nämlich, wenn das so und so passiert, also wenn sich zum Beispiel ein Unterhaltungsbedürfnis vom Buch in ein anderes Medium verschiebt, was heißt das dann? Welche Szenarien ergeben sich daraus und was heißt das letztendlich dann für einzelne Akteure im Markt, wie Verlage, wie Zwischenbuchhändler oder Buchhändler? Daraus am Ende können wir dann die Thesen ableiten und das ist das, was wir morgen versuchen werden. Die Annahmen, das werden Sie nachher in der Gruppe sehen, sind Parameter, die Sie einfach definieren müssen. Welche Parameter beeinflussen die mediale Entwicklung der Zukunft? Da gibt es natürlich einen Haufen von Standardparametern wie demografische Entwicklung oder Bildung. Es gibt aber auch spezifische Parameter, zum Beispiel im Bereich Wissenschaft, Entwicklung von Bibliotheksetats, Entwicklung des studentischen Informationsverhaltens. Das heißt, es wird sicherlich eine Mischung sein aus allgemeinen Parametern, aber auch sehr spezifischen Parametern. Deswegen diskutieren wir auch die Unterhaltungsbedürfnisse getrennt, weil wir glauben, dass jedes Unterhaltungsbedürfnis doch von eigenen Parametern getrieben wird. Ja? Und die Kernfrage lautet dann, wo wird es denn gegenüber heute eine Veränderung geben? Wie wird sich der Markt entwickeln? Wo wird es einen Anstieg geben oder wo wird es auch einen Rückgang geben? Und diese Formulierung der Annahmen, das ist tatsächlich der allererste Schritt und das ist das, was wir heute Nachmittag in den Arbeitsgruppen machen. Ja, um dann auf wirkliche Marktgrößen zu kommen, Sie wissen, Sie haben ja gesehen, das Dreigestirn hat sich ja nicht nur auf prozentuale Zahlen eingelassen, sondern die haben ja sogar gesagt, der Markt wird ein Volumen haben von x Milliarden Euro in jedem Bedürfnis. Um das tun zu können, ist die Arbeitsgruppe nachher aufgefordert, mal den Gesamtmarkt zu projizieren, also zum Beispiel den Gesamtmarkt für das Bedürfnis Reiseinformation, wie groß wird der eigentlich sein zukünftig im Jahr 2025. Und aus dieser Gesamtzahl und der prozentualen Verteilung auf die Medien können wir dann jeweils Marktvolumina schätzen für einzelne Medien, zum Beispiel für das gedruckte Buch und so weiter. Und daraus letztendlich lassen sich dann Volumina ableiten für Vertriebswege. So ist das Ganze auch aufgebaut und das ist das sportliche Vorhaben, das wir mit Ihnen hier gerne durchführen möchten. Beispiel, zu wie viel Prozent befriedigen Unterhaltungssuchende dieses Bedürfnis mit Büchern? Das wird sicherlich eine Kennzahl sein, um die Sie nachher in der Gruppe ringen, um dann letztendlich auf Basis dieser Kennzahl und des gesamten Marktvolumens herauszubekommen, wie viele Milliarden Euro werden denn zukünftig in diesem Segment für Bücher ausgegeben. Dann in einem zweiten Schritt zu sagen, wie viel davon wird wohl über den Buchhandel distribuiert werden. Und das ist die Voraussetzung für morgen, um zu sagen, okay, was heißt das denn für mich als Buchhändler, wenn in dem Segment eine Steigerung oder eine starke Verringerung ansteht. Genauso, was heißt das für mich als Verlag, wenn ein Vertriebsweg sich so entwickelt und ein anderer so. Ja, hier sehen Sie die Matrix, wie sie für 2010 gesetzt wurde. Und da habe ich eine sehr einfache Bitte. Wir haben natürlich auch die drei gefragt, wo habt ihr denn die Zahlen her? Und die Antwort war ja aus uns. Das war eine Bauchschätzung, ein Bauchgefühl. Wir nehmen die Zahl für 2010 als gesetzt. Lassen Sie uns nicht darüber diskutieren, sondern darüber, wie wird es 2025 aussehen. Da haben Sie dann wirklich jede Freiheit, diese Zahlen zu bestimmen. Und Sie sehen hier vorne die Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse sind, oh Wunder, oh göttliche Fügung, sind gleichzeitig Warngruppen. Das können wir nachher sehen. Das heißt, wir bilden im Grunde genommen die Warngruppen als Bedürfnisse an. Das ist eine wunderbare Geschichte, weil wir hier jetzt erstmal gar nicht über Bücher reden. Warngruppen reden wir erst, wenn wir über Vertriebswege reden. Aber das sind hier auch Warngruppen und so können wir wunderbar sozusagen die buchhändlerische Mechanik, mit der die Branche auch arbeitet, und die allgemeine Medienentwicklung auf einen zusammenbringen. Das ist dieses Chart, dass die Unterhaltungs- und Informationsbedürfnisse mit den einzelnen Medien zusammenbringt. Und Sie sehen zum Beispiel oben Unterhaltungssuchende 100%. Heute sagt das Dreigestirn, 35% der Unterhaltungsbedürfnisse werden heute mit Büchern erfüllt. Mit TV, mit dem Fernsehen, Kino und Video 58%. Das ist einfach eine Annahme. Und Sie sehen, diese Zahlen sind in jeder Gruppe natürlich anders. Und unten auf Basis des Marktvolumens in Milliarden Euro kommt man dann hier eben zu einer Schätzung des Volumens. Es gibt noch so einen kleinen Abgrund in dieser Grafik, auf die möchte ich Sie hinweisen. Auf die sind wir nämlich beim Workshop gestoßen. Und jetzt wird es ein bisschen sportlich.
Das Internet ist hier definiert als ein kostenloses Medium. Das Internet tatsächlich als ein kostenlos zur Verfügung stehendes Medium, denn Sie sehen, es gibt einen zweiten Punkt, das ist der Paid Content, bezahlter Inhalt. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie kann ein kostenloses Medium Umsätze erzielen? Interessante Frage, die haben wir dann in Ulm auch gestellt. Und die Antwort war, das müssen wir eigentlich verstehen, als bereits verloren gegangene Umsätze. Als Umsätze, die schon sich aufgelöst haben im Internet. Nehmen Sie es mal so hin, Sie können das dann nochmal reflektieren in Ihrer Gruppe. Also das war so einer der Krippen. Ich glaube, Herr Ulmer hat gesagt, das sind Opportunitätskosten. Halten wir uns daran nicht auf, als gedankliche Konstruktion zu sagen, hier gehen Umsätze verloren in kostenlose Medien, finde ich das eigentlich ganz interessant. Und wir sollten zunächst mal im ersten Schritt in den Arbeitsgruppen auch diese Grafik so beibehalten, wie sie ist. Es gibt dann in Ihrer Gruppe die Möglichkeit zu sagen, wir nennen die Achsen oben nochmal anders. Wir brauchen noch eine zweite Grafik. Diese Möglichkeit wollen wir Ihnen auch gerne einräumen. Gut. Ja, die Umsätze für die einzelnen Bedürfnisse sind Schätzungen, wie schon gesagt. Es gibt eine Definition, die Ihnen auch vorliegt, der einzelnen Medientypen. Das war natürlich auch sehr wichtig, worüber reden wir. Sie sehen, Internet, alle webbasierten und digitalen Informations- und Unterhaltungsangebote, die kostenlos angeboten werden. Paid Content, alles was bezahlt ist und so weiter, der Rest ist eigentlich relativ klar. Wir möchten gerne, damit wir am Schluss eine einheitliche Grafik bekommen, dass wir in einem ersten Schritt alle in dieser Vorgabe arbeiten. Sie sind dann frei, in Ihrer Gruppe zu sagen, wir bräuchten aber noch eine zweite Variante und das können Sie dann auch gerne anfertigen. Genau, das ist nochmal das Thema, rein fiktive Zahlen. Ich will Ihnen das nicht vorenthalten, diese Denkkonstruktion, Sie stoßen eh drauf, wenn Sie sich dann genau damit beschäftigen. Die Zahl soll eine Vorstellung davon vermitteln, welche Umsätze entgehen, dadurch, dass sie im kostenlosen Internet verschwinden. Das ist eigentlich so ein bisschen die Konstruktion, die wir da gewählt haben. Das ist natürlich nicht korrekt, selbstverständlich nicht, weil die Nutzung bei Kostenpflicht viel geringer wäre, aber es stellt eine Art Opportunitätskosten dar. Also eine schon gedankliche Konstruktion, auf die wir uns, das bitte ich Sie einfach mal, einlassen. Ja, ich glaube, das habe ich schon erläutert. Sie schätzen die Entwicklung des Gesamtmarktes, Sie schätzen dann, wie hoch die Prozentzahlen für die einzelnen Medien sind und daraus ergibt sich eine Zeile der neuen Geraden und der neuen Matrix für 2025, die wir dann heute Abend zusammentragen und dadurch ein neues Gesamtbild bekommen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das von dem unterscheidet oder auch nicht, was die drei vorgedacht haben. Falls Ihnen eine Produktkategorie fehlt, dann können Sie sehr gerne eine zweite Grafik anfertigen und sagen, wir müssen aber unbedingt hier noch eine weitere Produktkategorie einfügen, die wir momentan vermissen und erhalten dann entsprechend eine neue prozentuale Verteilung. Umsatzveränderung der Umsatzanteile in den Vertriebswegen, das hatte ich auch schon erläutert, ich glaube, das ist auch soweit klar. Sie sehen, das ist die Grafik. Hier gibt es vier Vertriebswege, die drei vorgegeben haben. Es könnte sein, dass hier zum Beispiel auch ein Vertriebsweg fehlt, dass Sie sagen, ich bräuchte den Direktvertrieb, der ist für mich ganz wichtig, mal ein Beispiel, dann sind Sie sehr wohl eingeladen und auch frei zu sagen, gut, wir füllen zwar diese Grafik aus, wir machen aber nochmal eine zweite, wo wir dann das entsprechend ergänzen. Gut. Das ist die Definition der Vertriebswege. Ich glaube, das ist soweit klar. Internationale Aggregatoren spielen im Wesentlichen im Bereich Wissenschaft eine Rolle. Das sind Unternehmen, die Inhalte bündeln und an Dritte ausliefern. Eine Kategorie, die ja im Markt immer wichtiger wird. Genau, Matrix ausfüllen, aber Sie sind sehr wohl frei, eine eigene Variante anzulegen. Weil wir wissen, dass das ein bisschen komplex ist, und dass wir gerne möchten, dass Sie in dieser Methodik arbeiten, haben wir für jede Gruppe einen speziellen Moderator bzw. eine Moderatorin, der die Diskussion leitet und führt, um Sie durch diese Diskussion zu bringen. Der Moderator hat tatsächlich die Aufgabe, die Zeit einzuhalten, die Diskussion inhaltlich neutral zu steuern, wie das ein guter Moderator immer machen sollte, und vor allen Dingen die Gruppe zum Ergebnis zu führen, sodass wir heute Abend tatsächlich die Ergebnisse hier zusammentragen können und auch die Ergebnisse dann zu dokumentieren.
Jede Gruppe wird einen Sprecher aus dem Teilnehmerkreis ernennen, der unterstützt bei der Dokumentation und der nachher präsentiert. Können Sie sich schon mal gedanklich darauf vorbereiten? Das wird eine der ersten Fragen in den Gruppen sein. Die Moderatoren sind zum größten Teil, kommen aus dem Verband, aus dem Börseverein und machen das, haben sich sozusagen freiwillig gemeldet. Wir haben sie versucht zu schulen, damit sie diesen komplexen, Moderation ist ein sehr komplexes Handwerk, da können Sie monatelange Ausbildung machen. Wir haben hier eine Moderatoren-Schnellbleiche gemacht. Und ich bitte Sie ganz einfach, unterstützen Sie die Moderatoren so gut Sie können. Versuchen Sie zusammen zu einem konstruktiven Ergebnis zu kommen und so dass wir eine gute Arbeit in den Arbeitsgruppen haben. Jetzt können wir eigentlich schon in die Konferenz schreiten. Das sind die Räume, das sind die Gruppen, die sind ja zugeteilt. Da wir gut in der Zeit liegen, gäbe es zwei Fragen, Verständnisfragen. Ansonsten bitte ich Sie tatsächlich, die Verständnisfragen auch in der Gruppe zu stellen und lade Sie ein, dieses Experiment, das wir hier machen, durchzustehen, mit uns zusammen zu wagen und sich einzulassen auf das Prinzip Matrix, was ich ja am Anfang schon gesagt habe, einfach mal auf das Prinzip Matrix einzulassen und freue mich auf eine erfolgreiche Zukunftskonferenz und glaube, dann können wir jetzt sehr zeitig in unsere Räume gehen, in der Sie jeweils schon der und die Moderatorin erwartet. Wir sehen uns dann heute Abend hier wieder um 18.30 Uhr. Für die Präsentation der Ergebnisse. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.